So, hier bin ich auch schon mit dem nächsten Tipp für euch. Aber wie ihr im Titel mit Sicherheit schon gelesen habt, es ist halt ein Cheat, also es ist nicht so ganz legal. Es gehört zum Spiel dazu. Um Gottes Willen kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob er cheaten möchte oder eben nicht. Ich mache das hier alles nur für einen Testserver, nur um zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht hier, ich bin in den Ebenen, habe hier gerade ein ganzes Trolllager quasi instant weggeholt. Wer wissen möchte, wie man halt komplett alles töten kann, da einfach mal in die Playlist reingeben bei Tipps und Tricks, Tipps und Tricks bei Instant Kill. Aber wie gesagt, bei Cheats, ich gebe euch wirklich den Tipp, guckt es euch nicht an, aber weil ihr nehmt euch halt wirklich selber den Spielspaß. So, aber worum soll es jetzt gehen? Es geht um das Teleportieren mit den Erzen. Ihr wisst ja, man kann die Teleporte nie benutzen, wenn man, wie man hier sieht, ein Erz mit dabei hat. Zum Beispiel hier das Schwarzmetall oben rechts seht ihr, geht nicht durch ein Portal. Heißt, ihr müsst entweder ein Lager da haben, euch alles neu aufbauen oder eben mit dem Schiff alles machen. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach, weil die Schifffahrt könnte ein wenig lang werden wegen Wind etc. Jeder kennt das Problem, der schon ein bisschen weiter im Spiel ist. So, wie könnt ihr das Ganze machen? Ganz einfach. Ihr seht, ich muss hier erstmal mit F5 die Konsole öffnen, dann eingeben, I'm a Cheater. Ist auch nett gemacht, dass man direkt weiß, ja, du bist ein Cheater. Cheater sind ja in der Gaming-Szene nicht so gut angesehen. Dann habe ich den Gott-Modus aktiviert, nur damit ich keinen Schaden bekomme. So, dann, jetzt kommt der wichtige Teil. Wenn ihr wissen wollt, wo euer Lager ist, müsst ihr erst in eurem Lager sein, müsst dann nur POS eingeben, Enter. Und dann seht ihr eure Koordinaten. Wir sind jetzt hier gerade bei 5378, das ist der X-Grad. Dann sind wir bei 5067, das ist der Z-Wert. Die zwei Werte sind eigentlich die wichtigsten. Die Höhe gibt sich automatisch ein, weil Y ist nur der Höhenwert. So, das ist dann quasi eure Basis. Wäre jetzt hier unsere Basis, wäre das hier quasi unser Punkt, wo ich immer meine Sachen hinbringen will. So, wenn ihr aber jetzt irgendwo anders hin wollt, dann müsst ihr Folgendes eingeben. Nämlich, warte, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken. Warte, hier muss ich schon mal aus der Konsole raus. Das habe ich mir nämlich eben nicht notiert. Ich Dumpfbacke. Dann müssen wir eingeben. Achtung, passt jetzt gut auf. F5. GOTU. Also go to. Dann. Ich habe jetzt bei einfach mein Startgebiet, das ist die 0,0 und Abfahrt. Und wie ihr seht, die Erze kommen mit. Ich muss noch nicht mal ein Portal aufstellen. Ich kann mich einfach wieder zurück teleportieren, so wie der Teleporter das eigentlich vorgesehen hat. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ich lande im Startgebiet. Zack, hier hat alles begonnen. Das hier ist quasi 0,0. Und wir gucken auch gerade direkt mal in die Tasche und die Erze sind auch mit dabei. Wie ihr seht, so funktioniert das Ganze dann, ohne dass ihr mit dem Schiff reisen müsst oder sonst was. Aber seid euch im Klaren, ihr holt euch nur selber den Spielspaß weg, wenn ihr das Ganze benutzt. Aber einige haben halt auch nicht so viel Zeit, um da 4 Stunden auf dem Schiff rumzueiern. Also das ist halt noch eine Möglichkeit, wie ihr eure Erze auch ins Lager bekommt, wenn ihr nicht so viel Spielzeit habt. So, ich hoffe, euch hat das Ganze soweit gefallen. Gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß. Übertreibt es nicht mit den Cheats. Wie gesagt, ihr holt euch selber den Spielspaß weg und haut rein.